Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas ganz Besonderes und für mich auch eine Premiere. Und zwar werden sich viele von euch gerade fragen, hä, Big Spin ohne Gameplay im Hintergrund, ohne sein Clash Royale Overlay, ohne Broadstars, was ist denn eigentlich hier los? Und das stimmt auch, denn das ist das erste Video hier auf meinem Kanal seit über 2 Jahren, was einfach mal kein Gameplay drin hat. Und zwar gibt es heute etwas, was sich trotzdem viele von euch gewünscht haben, nämlich eine Roomtour. Ihr habt es immer wieder in den Kommentaren geschrieben oder so gut wie jedem Video habe ich es gelesen, dass ihr euch mal wünscht, dass ich euch zeige, was hier eigentlich hinter den Kulissen so abgeht, wie ich eigentlich wohne, lebe, wie auch immer und vor allen Dingen natürlich, wie ich das auch mache mit dem Stream und YouTube, was da mein Setup ist und das werden wir heute alles mal durchgehen. Ich werde euch jetzt alles zeigen, das Ganze wird natürlich jetzt nicht so krass aufwendig werden, weil ich, wie ihr wisst oder wenn ihr es noch nicht gewusst habt, wisst ihr es jetzt, noch bei meinen Eltern wohne, das heißt, ich habe hier ein Zimmer für alles, also ich schlafe hier, ich lebe hier und ich arbeite hier auch, also Aufnahme und Stream kommen von hier aus und dementsprechend werde ich euch das heute alles mal zeigen. Das heißt, ihr kriegt einen ja, relativ privaten Einblick doch dann in das, was ich hier mache. Das ist das erste Video, wie gesagt, dieser Art. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben auf das Video gebt und mal in die Kommentare schreibt, ob ihr das Ganze so erwartet hättet, beziehungsweise wie ihr gedacht hättet, wie es hier in meinem Zimmer aussieht. Noch ein kleiner Hinweis für alle, die sich fragen, warum da oben in der Ecke Werbung steht. Und zwar wird dieses Video hier unterstützt von Elgato. Elgato ist ja eine Firma, die sich so ein bisschen auf Streaming-Equipment spezialisiert hat und von der ich auch mehrere Produkte schon seit 2 Jahren, also seit Beginn meines YouTube- und Twitch-Kanals nutze. Dementsprechend das für euch zur Info. Ich bin ja immer transparent und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, Freunde, ich stehe gerade in der Tür von meinem Zimmer und ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal die rechte Seite hier an. Da haben wir wenig überraschend das Bett. Ich denke, damit haben die meisten von euch jetzt schon gerechnet, dass in diesem Zimmer tatsächlich auch ein Bett steht. Ich habe ja schon gesagt, ich wohne bei meinen Eltern derzeit. Das bedeutet, ich habe hier alles, was ich brauche, praktisch Schlafplatz, Arbeitsplatz und so weiter in einem Zimmer. Vom Schreibtisch mache ich dann praktisch YouTube-Videos und Streams und hier penne ich dann. Da sieht man auch ganz gut, dass mein Zimmer eine Schräge hat. Das heißt, ich habe so eine Art ja, Dachzimmer. Bedeutet, dass das Bett an der Stelle nur Sinn macht, weil ansonsten wäre es Platzverschwendung, denn da hinten in die Ecke kann man sich nicht hinstellen. Dann haben wir hier so eine lustige Motivationstafel, wo ein paar coole Sachen draufstehen. Und hier dann den Nachttisch, wo wir einmal das iPad haben. Das ist aber nicht mein Streaming-iPad, lustigerweise. Das ist mein altes iPad, Warmer Curved für die Zuschauer, die von Anfang an dabei sind, die wissen das noch. Ich hatte mein Curved iPad, hatte mich da irgendwann mal draufgesetzt oder so, dann war es in der Mitte komplett gebogen, also man hat es wirklich auch doll gesehen. Hab mir dann ein neues gekauft, weil mir das zu riskant war, falls es irgendwann einfach mal nicht mehr funktioniert. Und hab das dann hier versucht gerade zu biegen und es hat auch funktioniert und seitdem steht das hier. Benutze ich aber ehrlicherweise fast überhaupt gar nicht, weil das Einzige, wozu ich mein iPad nutze, generell ist eigentlich zum Zocken gewesen. Für alles andere habe ich PC und Handy und da ich jetzt ein neues iPad zum Zocken habe, am Schreibtisch nutze ich das ja eigentlich kaum noch. Steht einfach nur da, um vielleicht mal irgendwie für Notfall, wenn ich das brauche. Ansonsten hier, was hat man hier so? Wecker, den ich nicht benutze, weil ich habe einen Handywecker, keine Ahnung, finde ich 1000-mal einfacher. Dann haben wir ein Portemonnaie, keine Ahnung, woran, warum das hier liegt. Dann haben wir eine Handcreme und Hülo. Wollt ihr wahrscheinlich alles gar nicht wissen, ich erzähle es euch trotzdem. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das ja jetzt alles wissen wollte. Hier haben wir noch eine Zeitschrift, das ist eine große Leidenschaft von mir, Autos, wer das nicht weiß, ich bin Autoliebhaber irgendwie. Hab da einen kleinen Knacks. Neben Gaming ist das so meine zweite große Leidenschaft und natürlich was zu trinken. Dann haben wir hier auf der anderen Seite tatsächlich einen Fernseher, ja, könnte man jetzt meinen, okay, macht nur Sinn, dann guckt ihr hier von dem Bett aus jeden Abend Fernsehen, mache ich no joke nicht, ich habe seit 5 Jahren ohne Witz den Fernseher nicht angeworfen, ja, Fernsehen ist für mich so Schmutz geworden, ist meine persönliche Meinung, alles was da läuft, juckt mich eigentlich nicht die Bohne. Ich beziehe alle meine Infos, Nachrichten und so weiter übers Internet. Und wenn ich mich unterhalten lassen will, dann gucke ich einen Twitch-Stream an oder schaue ein YouTube-Video. Und zur meisten Zeit streame ich ja eh selber oder produziere Videos. Dann haben wir hier noch so ein Apple TV. Das ist so ein Gerät, damit konnte man damals lustige Sachen machen. Zum Beispiel, 7 oder 8 Jahre ist das alt, sein iPhone-Bildschirm auf diesen Fernseher hier spiegeln, was ganz geil war, aber auch einfach nur eine Spielerei. Also brauchte ich eigentlich nie, habe ich auch nie wirklich genutzt, aber na, ist jetzt auch nicht unbedingt so Platz wegnehmen, deswegen steht das Ding hier noch. Dann haben wir einen richtigen Ehrenmann, das ist der gute Kollege hier, der hat mir im Sommer 2019, also letztes Jahr, ziemlich den Hintern gerettet, weil da habe ich mir den angeschafft, ich sag's euch, wie es ist. Beste Investition des ganzen Sommers war dieser Ventilator. Absolut geil. Ich hatte vorher nie einen Ventilator, habe immer gedacht, das geht so, aber der Sommer war so krass und da ich ja hier auch, wie gesagt, so eine dachartige Wohnung, dachartiges Zimmer habe, hat der richtig gute Dienste geleistet, Leute. Also der wird auch diesen Sommer wieder uns im Stream begleiten. Dann haben wir hier einen Laptop, Gaming-Laptop von Asus Republic of Gamers.
krasses Ding, aber auch mit einem Netzteil, was einem Atomkraftwerk gleichkommt. Das Ding ist gefühlt schwerer als der Laptop. Tastatur, wahrscheinlich Tastatur, Maus dabei, hier noch ein paar Kabel, Kopfhörer und so weiter. Hier meine Rolex aus der Mittelstufe Kappa. So eine Casio G-Shock-Uhr, war auf jeden Fall ganz geil, aber natürlich jetzt auch nicht mehr in Gebrauch. Dann haben wir hier noch Zeitschriften, hier unten noch ein paar alte Games, die ich früher gezockt habe. Und das war es dann eigentlich schon mit dieser Seite. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen rüber hier. Hier haben wir das erste Fenster und was ihr ja sehen könnt, ist, dass ich keine Rollläden oder sowas habe. Das heißt, ich kann sie nicht komplett dunkel machen. Kleiner Fun Fact, das ist auch der Grund, warum manchen von euch auffällt, dass sich mein Kamerabild ändert. Und zwar haben immer, wenn die Sonne krass reingeschienen hat und ich ein Video aufgenommen habe, immer Leute reingeschrieben, yo, hast du eine bessere Kamera, sieht total gut aus und so. Das lag aber einzig und allein daran, dass die Sonne reingeschienen hat und das Licht hier, was ich euch gleich noch zeigen werde, ein bisschen positiv ergänzt hat offenbar. Also das hat nichts mit der Kamera zu tun, sondern das ist tatsächlich das Rollo, was Licht durchlässt. Kann manchmal auch ein Nachteil sein, wenn der Greenscreen, wenn die Sonne so stark scheint, dass teilweise Sonnenstrahlen am Rand von den Rollos durchkommen und mein Greenscreen dann ein bisschen überfordert ist, aber kann ich euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. So viel dazu, hier eine Heizung, also ich muss euch glaube ich nicht erklären, was die Heizung macht. Hier haben wir dann den Schrank, ja, ist auch selbsterklärend, was da drin ist. Dann haben wir hier ein Sofa, auf das man sich sehr schwer setzen kann, eben wegen dieser Schräge. Könnt ihr sehen, es ist sehr flach. Und dann haben wir hier Keep It Real und so natürlich auch eine Klamotte drauf liegen. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich der ordentlichste Mensch bin, deswegen habe ich das auch einfach nicht weggeräumt. Dann haben wir auf der anderen Seite hier schon mal den Router, der seit Jahren treue Dienste leistet. Auch ein absoluter Ehrenmann, der zweite in diesem Raum nach dem Ventilator. Macht einen super guten Job, hat mich bisher eigentlich fast gar nicht im Stich gelassen. Hier haben wir einen, der den kompletten 31er macht in letzter Zeit. Der Drucker spinnt komplett. Mal sehen, was ich damit mache. Der druckt nicht mehr, der wirft dann 5 Kopien aus und so ein Kram. Also komplett am Rumnerven leider. Dann haben wir an der Wand noch so ein paar Sachen hängen und zwar einmal Red Bull Upgrade. Das war so ein Event in 2018, was sehr, sehr geil war mit Max, Chef Strubel, Flobby und Co. Da sind wir, also mein Spieler und ich, Zweiter geworden. Ich habe den da so ein bisschen gecoacht und so. War auf jeden Fall eine geile Sache, fand ich ganz geil, deswegen habe ich das hier hingehangen. Jetzt kann man ja auch sehen, wenn man ganz detailversessen ist, die einzelnen Arenen hier sind da sogar nochmal keine Ahnung, wie man das nennt, reingemeißelt oder so. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ganz cool, deswegen habe ich aufgehoben. Hier nochmal so, bisher relativ leer, sage ich mal, so ein Badge-Teil. Da habe ich hier das Talent-Ding von Red Bull MEO aus 2018 und hier vom neulichen Arak-Event mit SK noch so ein Staff-Band. So, was haben wir jetzt hier? Dann gehen wir mal einmal rüber und zwar haben wir hier dann so eine lustige Giraffe, die irgendwie auch einfach komplett nur in der Ecke steht. Hier haben wir einen Rucksack, was soll ich dazu euch sagen, ne? Schuhe, die bisher noch nicht ausgepackt sind, weil Faulheit. Dann haben wir hier den Regal, wahrscheinlich das Regal. Hier einmal, was soll man dazu sagen, Barbarenfigur, so ein paar Sachen, was ich mal bekommen habe, hier von Twitch so ein Teil. Keine Ahnung, wozu man das jemals brauchen sollte, auf jeden Fall ist es da. Dann haben wir hier einmal schon mal hier, Itemskarten, ihr seht, ich mache hier mal den Paymax-Kappa. Das sind, glaube ich, so ein paar tausend Euro auf jeden Fall schon, die wir ja über die Zeit, ich habe es gerade überhaupt nicht in die Kamera gehalten, die wir über die Zeit investiert haben in CR. Natürlich alles durch euch ermöglicht, durch eure krassen Spenden unter anderem, dass wir jetzt so einen fast full Maxed-Account haben, eben mit diesen Itemskarten und aber natürlich auch zum Beispiel, wenn ich Giveaways mache, dann kommen die Karten ja auch rein. Ja, ihr merkt, die Tasse wird bald voll. Das ist schon ein bisschen eng. Ist schon ein bisschen eng, muss man sagen. Dann hier, noch so ein paar andere Dinge. Eine Box und hier kann man sehen, zwei Bilder, die mir jemand auf der Gamescom gemalt hat. Fand ich extrem geil. Deswegen habe ich sie hier auch aufgestellt. Also wirklich hier einmal der Friedhof natürlich. Und dann als Kontrast der Ballon, Lieblings- und Hasskarte. Normalerweise müsste jetzt hier der X-Bogen sein, aber das hat sich ja erst mit der Zeit entwickelt. Dann habe ich hier den Play-Button. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Na, hier, presented to Big Spin for passing 100.000 Subscribers. Ihr seid hoffentlich schon Teil von diesen Subscribers. Wenn nicht, könnt ihr jetzt gerne ein Abo da lassen. Alter, ich bin einfach ein Überleitungsboss des Todes. Hier haben wir ein paar Bücher, die irgendwann mal ich gelesen habe oder auch nicht. Hier haben wir dann Bücher, die ich alle gelesen habe, die extrem hilfreich sind. So ein bisschen, wie nennt man das? Ich will es jetzt nicht Selbsthilfe nennen, aber Persönlichkeitsentwicklung, das hat mir gefehlt. Auf jeden Fall ein paar gute Bücher dabei, die ich euch auch ans Herz legen kann. Was haben wir hier noch? Ein paar alte Schulbücher und natürlich hier kommt das Spielkind wieder raus und der Autofreak. Paar Seku-Autos von ganz früher, Freunde. Hier haben wir noch ein Brawl Stars Puzzle, das ist eigentlich ganz geil. Das ist der aktuelle Hintergrund und zwar hat ja Supercell uns Content Creatorn im deutschen Raum so ein Paket zugesendet, wo wir unter anderem auch ein PSG-Trikot bekommen haben zu dieser PSG-Challenge und das Puzzle habe ich natürlich auch direkt gemacht, als ich mal Langeweile hatte. Das heißt, ziemlich geil gemacht eigentlich. Keine Ahnung, warum das liegt. Ich erzähle es euch einfach, Freunde, ihr wisst es.
Das passt auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein paar Ordner und sowas, was man halt braucht. Wir reden gar nicht lange drum rum, sondern ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Und hier ist tatsächlich mein Arbeitsplatz. Ja, das ist mein Setup, so grundsätzlich erstmal von außen betrachtet. Wir werden gleich noch näher drauf eingehen, aber so sieht das Ganze hier einmal aus. Wie gesagt, Schreibtisch steht mitten in meinem Zimmer, sozusagen das Herzstück, wo ich ja auch viel Zeit am Tag verbringe für die Videos, für die Streams. So ziemlich der ganze Content, wenn ich zu Hause bin, entsteht wirklich von diesem Stuhl auf diesem PC. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal nochmal gemeinsam an, was es hier alles an Komponenten gibt, weil ich denke, dass euch das interessieren wird. Hinweis noch, falls ihr euch jetzt fragen solltet, warum ist es hier dunkel? Ich nehme das Ganze zu einem anderen Zeitpunkt auf, weil ich mir für die Setup-Tour nochmal einen separaten Zeitpunkt nehmen wollte. Und bevor wir mit dem hier anfangen, gucken wir uns erstmal das hier an. Das ist nämlich ein Greenscreen und zwar der von Elgato. Eine der besten Investitionen, die ich meiner Meinung nach für mein Setup gemacht habe. Und zwar, was macht ein Greenscreen? Ein Greenscreen sorgt dafür, dass dieses Bild hier transparent wird. Hier könnt ihr ja gerade sehen, habe ich euch gerade gezeigt, mein Sofa, ja, die Wand, so ein bisschen Decke noch. Und wenn dieser Greenscreen hier am Start ist, dann wird das Ganze transparent und ihr seht eben meinen Stuhl und mich nur, als ob ich dann ohne Hintergrund hier einfach sitzen würde. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und zwar ist der große Vorteil von diesem Greenscreen, dass man ihn ausfahren kann. Das bedeutet, ich habe hier nicht die ganze Zeit einen nervigen, fetten, grünen Raumteiler, wo ich dann mein Sofa und so weiter nicht mehr sehen kann, der einfach komplett den halben Raum blockiert, sondern ich kann, wenn ich nicht mehr aufnehme, das Ganze einklappen und jetzt nehme ich zum Beispiel auf, mache das Ganze auf, brauche den Greenscreen, ziehe hier an diesem Haken, nehme das Teil hoch und ihr könnt sehen, zack, in 0,x wenige Sekunden haben wir einen riesigen Greenscreen am Start, der auch völlig stabil ist. Also hier tut sich auch nichts irgendwie, wenn man da mal kurz gegenkommt und so. Klar, man sollte jetzt nicht drauf fallen, aber mega stabil das Teil. Und jetzt können wir hier sehen, in der Kamera, Leute, sieht das auch alles perfekt aus. Hier bin ich praktisch jetzt komplett transparent und natürlich auch durch die Lichtverhältnisse, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden, sieht das hier alles sehr, sehr gut aus. Früher hatte ich so, kleiner Fun Fact, da war mein Schreibtisch so, also er war praktisch genau 90 Grad gedreht und ich saß vor den beiden Fenstern und dann war hier am Schrank, hatte ich damals mit meinen Eltern was gebastelt und zwar hatte ich hier eine Kleiderstange und hier oben, okay, wieder Flexkappa, Kleiderhaken dran, hier und hier und dann habe ich hier eine Stange gehabt und darin ein Tuch und ich habe die Stange eingehakt und da hatte ich ein graues Tuch als Hintergrund. Können sich die OGs von euch sozusagen noch daran erinnern bestimmt, dass ich damals keinen Greenscreen hatte. Aber als der rausgekommen ist, habe ich ihn mir direkt gegönnt. Bereue es 0,0. Wirklich eine der besten Setup-Entscheidungen, die ich hätte treffen können. Und was man hier noch sehen kann, kleiner Fun-Fact, natürlich hat Bigsmith es auch geschafft, einen verdammten Greenscreen anzumalen. Ich saß auf meinem Stuhl, habe mich gestreckt, hatte einen Kuli in der Hand und der Kuli war offen und dann bin ich an den Greenscreen gekommen und dadurch ist dieser tolle Strich hier entstanden. Ich habe ihn dann auch versucht, was mein zweiter Fehler war, sauber zu machen. Ich glaube, das kann man hier so ganz leicht auf der rechten Seite erkennen. Hat auch nicht funktioniert, hat es nur noch schlimmer gemacht. Deswegen habe ich es einfach gelassen. Und man sieht es zum Glück nicht in der Kamera, weil der Strich eben so filigran ist, dass meine Kamera das vermutlich einfach nicht erkennt. Oder eben es rausgerechnet wird, weil halt der Rest einfach ganz normal ist. So viel zum Thema Greenscreen, Freunde. Den lassen wir auch direkt mal oben, denn jetzt schauen wir uns mal das ganze Setup an. Damit beginnen wir einmal hier natürlich mit dem Rechner. Wer wissen will, was das jetzt für Specs sind, den muss ich leider enttäuschen. Ich habe keinen Plan mehr. Also da ist eine 1080 Ti drin, da ist ein i7-6-Kerner drin aus dem Jahr 2018. Also auch schon ein bisschen outdated auf jeden Fall, aber gute Maschine. Habe ich mir damals auch kaufen können, dank eurem krassen Support in den ersten Monaten. Und seitdem läuft das Gerät ja auch einwandfrei. Dann haben wir jetzt hier mal den Schreibtisch. Und zwar seht ihr hier, das ist OBS. Das ist das System, was ich nutze, um Aufnahmen zu machen und um zu streamen. Das ist ein Programm, kann sich jeder kostenlos herunterladen. Hier ist mein Overlay und so weiter. Hier könnte ich jetzt praktisch einige Szenen einblenden, ausblenden, was wir aber gleich noch machen werden zusammen. Und dann seht ihr hier in der Mitte die Elgato. Da steht gerade noch Signal, weil ich mein iPad noch nicht angeschlossen habe. Und zwar, hier liegt mein iPad. Wer das jetzt wissen will, das ist ein 2018er iPad in dem gleichen Format wie das iPad, was drüben auf oder an meinem Bett ist. Und ich würde sagen, wir erwecken das Teil einfach mal zum Leben. Und zwar habe ich hier ein Kabel. Das ist ein Apple, boah, schlag mich tot, HDMI-Adapter. Den braucht man auf jeden Fall dazu, um die Elgato mit dem iPad zu verbinden. Ich würde sagen, wir machen das hier auch mal direkt, stecken mal das Kabel rein. Wer sich gerade fragt, warum das so komisch aussieht, diese Hülle darum, diese Silikonhülle ist nur dafür da, dass das iPad, dass das Kabel nicht kaputt geht, weil das wurde hier ein bisschen brüchig. Habe auch schon ein neues, ich habe von fast allen Sachen zweimal
was, damit ich im Notfall darauf zurückgreifen kann. So, und jetzt könnt ihr sehen, es wurde zum Leben erweckt und jetzt gibt es hier eben eine Echtzeitübertragung von dem Bild auf dem iPad auf dem PC, also auf das OBS-Programm zum Beispiel. Jetzt kann man es hier, glaube ich, ganz gut sehen. Wir switchen mal hier rüber, zack, ist alles so gut wie Echtzeit, also wirklich eine minimale Verzögerung. Super, super gut, funktioniert eigentlich perfekt, außer wenn ich mir irgendwas falsch eingestellt habe oder so. Ihr kennt das ja, Elgato hat uns eigentlich bisher immer sehr, sehr zuverlässig begleitet. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was steckt denn eigentlich hinter dieser Magie? Wie kommt das eigentlich zustande? Und dafür gehen wir mal hier außen rum. Dafür gibt es nämlich ein nices Gerät, das ist die Elgato Game Capture. Hier könnt ihr nochmal sehen, das ist das Gerät hier. Ich würde sagen, wir holen uns das mal hier ein bisschen hervor. Und zwar seht ihr hier, das ist die Game Capture, hat hier einmal einen HDMI-Anschluss und einen Strom- bzw. USB-Anschluss. Dann haben wir auf der anderen Seite das zweite HDMI-Kabel, das ist dann sozusagen das, womit ich das iPad verbinde. Und die Elgato ist, wie gesagt, total, total kompakt. Hier könnt ihr sehen, super Gerät, kann man auch überall mit hinnehmen. Liegt jetzt bei mir unterm Schreibtisch. HD60S habe ich mir auch direkt gekauft. Vor über 2 Jahren habe ich bisher auch noch nicht einmal, wie gesagt, im Stich gelassen. Also wirklich super, super Gerät, was eben dafür sorgt, dass ich tatsächlich so gut streamen kann und nie Probleme damit habe. Das ist das zweite Produkt schon gesehen von Elgato. Ihr merkt langsam, ich habe einiges von der Firma auch schon lange, lange am Start, weil ich einfach finde, dass das wirklich gute Produkte sind und ich mich darauf auch verlassen kann. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das sind tatsächlich die Lichter. Hier haben wir Nummer 1 und hier haben wir Nummer 2 und das sind die Elgato Keylights. Das Geile an den Keylights ist, ihr müsst wissen, ich hatte vorher eine Fotobox und zwar stand die hier, also right in der Mitte zwischen diesen beiden Lichtern und hinter dem Schreibtisch. Und das war auf Dauer ein richtiger Krampf, denn das Licht von der Fotobox war super hell, da war eine Lampe drin, Junge, die hat geleuchtet, also die war wirklich extrem hell, extrem doll hat die geschienen und sie hatte auch ein so richtig kaltes Licht, damit der Greenscreen halt funktioniert. Da habe ich auf Dauer gemerkt, nach längeren Stream-Sessions, wenn ich da 4, 5, 6 Stunden sitze, hat es wirklich auch in den Augen angefangen zu schmerzen. Also es war überhaupt gar nicht geil. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, auch erst Mitte letzten Jahres, ich hätte es eigentlich viel früher machen müssen, mir diese beiden Lichter zu besorgen. Das ist auch tatsächlich das Einzige, was mein Stream beleuchtet, die Deckenlampe. Die habe ich jetzt nur an, weil ansonsten für das Video, glaube ich, die Leuchtung an ein paar Bereichen nicht so optimal wäre. Die Lampen leuchten straight auf meinen Greenscreen und das Geile an diesen Lampen ist, ich kann sie einfach per Remote Control komplett steuern. Das heißt, ich habe hier mein Handy, so und jetzt habe ich hier, wenn das mal jetzt fokussieren würde, hallo, na komm, fokussier doch jetzt, mach nicht diesen, komm. Ja, fein. So, jetzt haben wir hier Elgato Keylight links und Elgato Keylight rechts. Die konnte ich natürlich auch beide benennen. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir wollen links aus haben. Drücken wir drauf, zack, aus. Drücken wir drauf, zack, an. Das Ganze können wir hier oben, können wir alles ausstellen. So, machen wir mal alles aus, zack. Dann seht ihr hier, die Farbe verändert sich auf jeden Fall schon deutlich. Haben wir hier eine Lampe? Haben wir hier eine Lampe? Beide aus. Drücken wir beide auf an. Zack, sind beide an. Dann können wir hier zum Beispiel sagen, was auch sehr geil ist, wir verstellen mal die Helligkeit bzw. die Wärme des Lichts. Da haben wir oben den Button für die Wärme. Da gehen wir mal drauf. Zack, ihr seht, das Licht wird jetzt wahrscheinlich von der Kamera nicht ganz so gut dargestellt, aber das Licht wird deutlich, deutlich röter, sag ich mal, also nicht so kalt, sondern eher wärmer. Und dann haben wir noch den Helligkeitsbutton. Die Helligkeit hier, die Lichter sind so insane hell, wenn man sie auf maximal stellt. Da können wir mal ganz auf hell stellen. Alter, ich muss schon die Augen zukneifen, weil es wirklich so hell ist. Braucht man aber eigentlich nicht wirklich die ganze Helligkeit. Nur das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze mal wieder ein bisschen runter. Machen hier auch nochmal so ein bisschen eine kältere Helligkeit rein, damit alles perfekt funktioniert. Und das sind die Lichter. Also finde ich wirklich mega geil, dass man das auch per Remote Control mit dem Handy machen kann. Da gibt es eine App für. Oder auch mit dem PC. Da hätten wir jetzt auch so einen Button für. Jetzt muss ich mal die Maus hier mit rechts steuern. Wie kriege ich das am besten hin? Hier gehen wir drauf. Dann haben wir hier auch wieder zack, Elgato und dann könnte ich hier zum Beispiel auch sagen, okay, ich mache das Ganze aus. So, zack, seht ihr, es wird dunkler auf der rechten Seite. Mache ich es wieder an und so weiter. Also alles hier perfekt einrichtbar. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, die ich jetzt seit kurzem von Elgato benutze, die ich auch extrem nice finde, wo ich mich auch gerade frage, warum habe ich das eigentlich nicht schon früher benutzt? Und zwar ist das das Stream Deck, aber nicht das Stream Deck als Kasten sozusagen, der hier normalerweise steht. Das ist normalerweise so ein kleines Gehäuse mit verschiedenen Buttons drauf, sondern als Mobile Edition. Das Ganze ist ein Abo-Modell, das gibt es im App Store und ihr seht, ich habe das schon jetzt ein bisschen bunt gestaltet. Ich hoffe, ich störe damit jetzt niemanden von euch. Auf jeden Fall ist das Stream Deck dazu da, dass ihr auch hier wieder per Remote Control
euer OBS oder auch andere Dinge steuern könnt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel draufklicke, ihr seht, ich habe hier verschiedene Szenen oben. Hier steht einmal Clash Royale, das andere mal Brawl Stars und das andere Livecast. Dann würde ich sagen, drücke ich jetzt einfach mal drauf hier auf Brawl Stars. Zack, und schon ändert sich wie durch Geisterhand meine komplette Szene hier. Ihr könnt das sehen. Schreibt es gerade ein bisschen verrückt, deswegen ist da so ein komischer Streifen. Dann kann ich zum Beispiel wieder zurückgehen auf Clash Royale. Zack, dann kann ich auf Livecast gehen. Da wird dann eine Szene aktiviert, in der ich diesen Bildschirm hier habe. Wenn ich zum Beispiel Turniere caste, mache ich das Ganze meistens über den rechten Bildschirm, mache dann eine Bildschirmaufnahme. Und das kann ich halt alles ganz easy per Mausklick, oder was heißt per Mausklick, per Fingertipp besser gesagt, hier über dieses StreamYX steuern. Da habe ich hier noch andere verschiedene Sachen, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel hier auch über Verlinkung von meinem Twitch-Konto den Subchat aktivieren. Ich kann den Emo-Chat aktivieren. Ich kann eine Aufnahme starten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicke, zack, dann könnt ihr sehen, auf einmal steht hier Aufnahme stoppen, auf einmal die Aufnahme gestartet. Ich kann natürlich mit diesem Stream Deck noch zig weitere Sachen machen. Ihr seht, ich habe hier jetzt nicht mal die unteren drei Tasten belegt, weil ich bin nicht so unbedingt der Typ, der jetzt irgendwie groß Animationen oder Szenen wechselt oder sonst was macht. Ich könnte Twitter-Posts machen, ich kann Lautstärke hoch runter machen und ich kann zum Beispiel auch Grafiken einblenden im Stream. Dazu machen wir einmal hier, zack, Clash Royale. Und da könnt ihr sehen, ich habe es schon mal aktiviert. Hier habe ich einen Button, Schlag den Spin. Da kann ich zum Beispiel Leute wissen lassen, okay, heute findet ein Schlag den Spin statt. Ich blende es immer fett ein. Wenn ich da mal drauf drücke, geht es wieder raus. Wenn es nochmal drauf ist, blendet das Ganze wieder ein. Also auch komplett easy. Da könnte ich jetzt, wie gesagt, noch zig weitere Funktionen draufhauen. Also es gibt wirklich ganz viel, was man hiermit machen kann. Man kann diese Icons auch wunderbar selbst customizen. Ihr seht, ich habe mich jetzt mal so für so ein frei erhältliches RGB blinkendes Design entschieden. Und das ist wirklich eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Ich habe am Anfang gedacht, das ist safe irgendeine Spielerei, aber ich finde es mittlerweile wirklich ziemlich nice, wenn ich einfach ja fancy vom Handy mein PC aussteuern kann und da mein komplettes OBS mitmanagen kann. Finde ich eine geile Sache und das ist, wie gesagt, jetzt auch relativ neu draußen. Benutze ich noch nicht so lange, aber ich freue mich immer und immer mehr damit an und weiß auch die Vorteile davon zu schätzen. Was haben wir jetzt noch an meinem Schreibtisch? Und zwar haben wir hier eine klassische Maus, das ist die Razer DeathAdder, glaube ich, heißt die. Dann haben wir hier so einen Teil von Supercell mal geschenkt bekommen. So ein Kobold, der geht einher mit einer Schneekugel, die tatsächlich gerade nicht auf meinem Schreibtisch ist, aber die ist auch relativ nice eigentlich. So ein Mausbungee haben wir dann hier, damit das Kabel nicht so rumschleift. Mauspad, ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht erklären, ihr wisst alles, was es ist. Dann haben wir hier mein Mikrofon, das ist das Rode Procaster, das ist eigentlich ziemlich geil, mit so einem riesen fetten Büschel drauf, damit ihr nicht hört, wenn ich zum Beispiel ins Mikro atme oder so, das ist ganz geil. Bin ich auch super zufrieden mit. Ist ein extremes Upgrade gewesen. Ich hatte ja vorher das Auna 900B. Das war auch schon gut. Aber das hier ist auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich anders von der Quali her. Also kein Übersteuern. Dann kann man mit dem Mischpult hier auch 7000 verschiedene Sachen einstellen. Ihr seht, ich habe gefühlt einfach nur diesen einen Knopf hier in Verwendung, wo man die Lautstärke nochmal verändern kann. Ja, was man da jetzt alles einstellen kann, ist mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall insgesamt eine ziemlich coole Sache und macht das Ganze auch nochmal rund. Ich glaube, man braucht es sogar, um das Mikrofon anzuschließen. Aber kann man auf jeden Fall noch ein paar Spielereien mitmachen und ist dann sozusagen die Vervollständigung des Setups. Ansonsten hier das Sennheiser Headset. Ihr wisst ja, dass SK eine Partnerschaft mit Sennheiser hat. Bin ich auch super, super zufrieden mit. Eines der wenigen Headsets, was mir wirklich überhaupt nicht irgendwie drückt. Auch nach längeren Sessions, aber da weiß ich natürlich, das ist alles auch Kopfsache in Anführungszeichen. Was haben wir denn hier noch? AirPods. Natürlich eine Wasserflasche, der Standard, ist aber, glaube ich, sogar leer. Dann haben wir noch ein paar Zettel, Bücher. Das lese ich gerade hier, ist ein sehr interessantes Buch. Wer das gerade wissen wollte, vermute ich eher die wenigsten. Aber jetzt wisst ihr es. Und dann noch hier so ein Fingerboard. Damit zeige ich den Leuten, wenn sie im Stream zum Beispiel fragen, woher mein Name kommt. Ist nämlich ein Skateboard-Trick. Dann kann ich das hier mit simulieren. Ansonsten ist das außer Nutzen. Ja, und das soll es dann eigentlich schon auch mit der kleinen Roomtour, Setup-Tour gewesen sein. Ich versuche mich mal hier an meinem Stuhl, den können wir auch nochmal zeigen, vorbei zu zwängen und ja, dementsprechend, das ist mein Setup, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht habt, was ihr von diesem Setup haltet, wie ihr das Ganze fandet, Freunde. Und dann würde ich sagen, soll es mit diesem Video schon gewesen sein. Wir sehen uns heute Abend im Stream oder im nächsten Video. Haut rein, bis dann.